Hallo, herzlich willkommen. Ich möchte euch heute zeigen, welche Kassetten wir für die Föhrwanne haben und wie man die am einfachsten wechselt. Wir haben also je nach Haarstruktur unterschiedliche Kassetten, im Ganzen 3 unterschiedliche mit Drahtborsten und eine mit Nylonborsten. Bei den Drahtborsten haben wir zum Beispiel hier die Soft Intensiv. Die hat 2 Seiten, die man nutzen kann. Und immer, das sieht man hier vorne, S steht für Soft, das ist die softe Seite, und I steht für Intensiv, das ist dann die intensive Seite. Diese Kassette hat relativ stark gebogene Borsten. Ja, seht ihr, gerade auf der Intensivseite greifen die wirklich richtig ins Fell rein und holen Unterwolle raus und starke Verknotungen. Das heißt, die Soft Intensiv eignet sich hervorragend für Hunde mit viel Unterwolle oder aber auch für Pferde mit viel Unterwolle. Die Softseite ist dann mehr zum Kämmen, also wie gesagt, Soft fürs Kämmen, intensiv, um Unterwolle rauszuholen und starke Verknotungen. Dann haben wir die Medium, da kann man nur eine Seite benutzen. Die ist aber dafür im Handling einfacher, weil man nicht wechseln muss. Hier sind die Drähte gerade oder relativ gerade und das führt dazu, dass sie eben in erster Linie fürs Kämmen ist. Also das heißt, die Medium eignet sich hervorragend für Hunde mit wenig oder gar keiner Unterwolle und wenig oder gar keinen Verknotungen, also wo das Kämmen mehr im Vordergrund steht. Dann haben wir nochmal die Soft Intensiv, die ich euch vorhin vorgestellt habe, mit einer Soft- und einer Intensivseite, aber mit einem stärkeren Band. Das ist eine, die wir nicht offiziell im Programm haben. Die eignet sich aber hervorragend für Hunde, die wirklich richtig viel Fell haben. Also Bobtails oder was auch immer, aber wo es wirklich darum geht, richtig tief ins Fell einzugreifen. Wir haben sie offiziell nicht im Programm, weil wir nicht wollen, dass man eben da einen Hund mit kurzen Haaren verletzt. Aber wenn ihr Interesse habt, schreibt uns einfach an. Dann haben wir noch die mit Nylonborsten. Die eignet sich hervorragend zum Massieren eures Hundes, aber auch zum Beispiel zum Bürsten für Hunde mit kurzen Haaren oder eben auch zum Beispiel für Pferde mit kurzen Haaren. Die ist auch ganz hervorragend, um zum Beispiel Welpen an die Bürste zu gewöhnen, weil sie ist schön weich und massiert, sodass der Hund also von vornherein die Bürste mit was Positivem verbindet. Beim Kurzhaarhund ist es eigentlich auch nochmal wichtig oder ist der Effekt besonders gut, wenn man auch den Staubsauger anschließt. Ja, jetzt zeige ich euch mal, wie man die einsetzt und wie man sie wieder herausnimmt. Wichtig ist, dass immer die Seite, die man benutzen will, also ich möchte jetzt zum Beispiel die Intensivseite benutzen, dann muss ich schauen, dass das immer vorne steht. Ne? Und dann lege ich das hier so drauf und drücke es nicht mit Gewalt rein, sondern mache einmal kurz den Motor an und schon klickt es ein. Ne? Also das ist wichtig, dass man es nicht mit Gewalt reindrückt, sondern einfach kurz den Motor macht und es einklickt. Dann drücke ich hier auf die Taste und gehe nach unten und erst wenn es drinnen ist, lasse ich sie wieder los und dann schiebe ich den Schieber von hinten auf das Ganze drauf. Wenn das nicht so leicht geht, ihr könnt da ruhig ein bisschen mit Schmackes drücken, das geht nicht kaputt. Wichtig ist einfach, wenn die zu leicht wäre, wenn sie zu leicht aufsitzen würde, würde sie beim Bürsten runterrutschen. Zurück geht das Ganze einfach wieder hier aufmachen, den Schieber zurückziehen, die Taste drücken, aufmachen und dann einfach so reingreifen und möglichst gerade die Kassette wieder rausziehen. Na, ich zeige es nochmal. Kassette drauflegen, nicht mit Gewalt drücken, einfach kurz anmachen, dann die Taste drücken, zumachen, den Schieber aufdrücken, bis er einrastet, das ist wichtig. Dann Schieber runter, Taste drücken, aufmachen und das wieder rausnehmen. Ja, so funktioniert es. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, welche Kassette am besten für euren Hund ist
oder aber irgendwie mit dem Handling vielleicht nicht so ganz klarkommt und dann noch ein paar Tipps braucht, könnt ihr uns jederzeit anrufen oder uns eine Mail unter info@furwonder.com schreiben. Wir freuen uns darauf. Tschüss!